bin's Vani und von mir gibt es heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar war ich letztens auf Instagram unterwegs und habe da ein paar krasse Bilou-Bilder gesehen. Und zwar sind es einfach Bilou-Fakes. Und teilweise sehen die so echt aus und teilweise halt auch echt cool aus. Und ich dachte mir, ich drehe einfach mal ein Video dazu und zeige euch die krassesten Bilou-Fakes, die ich im Internet gefunden habe. Ich habe mir diese auf mein Handy gezogen und ich werde sie euch nebenbei irgendwo hier im Bild einblenden. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches eure Lieblings-Bilou-Sorte ist. Meine ist auf jeden Fall Fizzy Berry. Ich liebe den Geruch einfach und ja, ich habe sehr, sehr viele Bilous. Leider habe ich die neuen Bilous noch nicht. Die habe ich noch nirgendwo gefunden. Weder bei DM noch bei Rossmann. Ich weiß nicht. Im Moment sind die, schätze ich mal, ausverkauft. Das erste Bild, was ich mir rausgesucht habe, ist dieses hier. Und zwar nennt sich das Bilou Sparkling Unicorn from Bilou. Ist ja wohl logisch. Und der Hintergrund von dieser Bilou-Verpackung ist leicht rosa, so wie ich das auf dem Bild erkennen kann. Es ist ein Einhorn auf dem Bilou und auch ganz viele verschiedene Glitzersymbole. Herzchen, Sterne. Und unten rechts sieht man auch noch so einen Regenbogen. Ich persönlich finde das Design mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr das schön findet. Es gibt ja viele, die ja Einhörner lieben. Und es gibt viele Leute, die sagen, mir gehen Einhörner sowas von auf den Sack. Ich persönlich finde Einhörner ganz süß. Ich habe sogar einen Schlüsselanhänger als Einhorn oder mit einem Einhorn-Kuscheltier. Aber naja, ich persönlich finde, das Bilou sieht mega, mega cool aus. Wenn es das Bilou so im Laden geben würde, würde ich mir das auf jeden Fall kaufen. Also ich finde, die Verpackung sieht mega cool aus. Nur den Geruch kann ich mir noch nicht vorstellen, ob das so ein süßlicher Geruch wäre. Weil da, finde ich, kann man gar nicht so von außen deuten, wie der Geruch wäre. Kommen wir zu dem zweiten Bilou-Fake. Und zwar habe ich mir hier ein Bilou rausgesucht, was sich Soft Heaven nennt. Und da sind einfach ganz oben so Marshmallows drauf. Einmal ein rosaner und ein in der Mintfarbe. Dieses Bilou wird, denke ich mal, einfach nach, ja, Marshmallows riechen. Ich persönlich liebe Marshmallows. Manchmal wird mir schlecht, wenn ich davon zu viele esse, aber an sich finde ich die ganz cool und auch den Geruch. Ich würde mir das auf jeden Fall echt extrem cool vorstellen und ich glaube, dieses Bilou würde ich auch kaufen, wenn es das so im Laden geben würde. Vielleicht gibt es das ja später auch mal. Ich bin echt gespannt, was Bibi noch so für Bilous rausbringt. Als nächstes habe ich mir von Bilou ein Body Spray rausgesucht und zwar nennt sich dieses Body Spray Rainbow Oreo und ich persönlich liebe ja Oreos. Das Design sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus. Ich weiß natürlich nicht, von wem die Bilder sind, also wer diese Bilous so gesehen erstellt hat. Daher kann ich auch keine Namen nennen, denn die Bilder waren auf tausenden Seiten und ich weiß natürlich nicht, wer das jetzt designt hat oder erstellt hat. Auf jeden Fall ist auf diesem Bilou so ein Regenbogen und auf der rechten und linken Seite ist ein Oreo. Also der Regenbogen besteht sozusagen aus einem Oreo. Ich finde es mega cool und wenn das Body Spray nach Oreo riechen würde, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Einige sagen natürlich auch wieder, ja, irgendwie, wenn es nach Süßigkeiten riecht, ist das schon irgendwie komisch oder eklig. Ich persönlich mag das immer und ich habe auch Duschgel und allgemein Duschschaum, was nach Schokolade riecht. Und ich finde es mega cool. Also das könnte ich mir echt sehr gut im Laden vorstellen. Wir kommen zum nächsten Bilou-Fake. Und zwar finde ich dieses auch extrem gut. Und zwar ist es ein, ja, Nutella-Bilou. Oh, was ist los mit euch? Ich habe vier Wellensittiche, deswegen nicht wundern, falls es ein bisschen lauter wird im Hintergrund. Das nächste Bilou ist von Nutella und zwar steht da drauf Happy Nutella und oben ist einfach so ein Nutella abgebildet und dann sind da ein paar Herzchen. Finde ich extrem süß und wenn das wirklich nach Nutella riecht, dann bin ich auf jeden Fall zu 100% dabei. Dann kommen wir nochmal zu einem weiteren Einhorn-Bilou. Ich fand das Bild einfach so süß, deswegen habe ich es mit reingenommen. Da ist diese Verpackung auch leicht rosa-lila gehalten. Und oben ist wieder ein Einhorn drauf mit so einer Wolke und außen auch wieder ganz viele verschiedene Smileys. Unten rechts ist zum Beispiel ein bunter Kackhaufen. Ich finde die Verpackung mega süß, aber ich finde auch hier kann man irgendwie nicht erahnen, wie der Geruch sein soll. Ob es einfach nur ein süßlicher Geruch sein soll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so Verpackungsopfer seid. Also ich auf jeden Fall. Wir kommen auch schon zum letzten Bilou und zwar ist es das letzte Bild, was ich rausgesucht habe. Und zwar geht es um das linke Bilou. Das rechte ist der Fizzy Berry, meine Lieblingssorte. Auf dem linken Bilou steht einfach drauf Chewing Gum. Ich persönlich mag zwar kein Kaugummi, aber irgendwie finde ich die Verpackung so witzig und auch mit diesen Kaugummiblasen, das fand ich einfach so cool. Und ich finde, auf dem Bild ist das echt so, also als wenn das echt aussieht, weil da auch noch diese Feuchtigkeit außen an der Verpackung dran ist. Und dann finde ich, wirkt das nochmal so ein bisschen realer. Also für die Leute, die ja Kaugummi mögen, ist das bestimmt eine coole Sorte. Ich glaube, ich würde es mir auch kaufen, auch wenn ich keinen Kaugummi an sich mag. Es geht ja um den Geruch. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Ihr könnt mir gerne über Instagram direkt Bilder schicken von anderen Blue-Fake-Sorten, die ihr so entdeckt habt. Denn das waren auf jeden Fall nicht die einzigen, die ich gesehen habe. Es gibt wirklich viele da draußen, die etwas Talent haben und wo das bei denen echt extrem echt aussieht auf den Blue-Flaschen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!